Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Wir wollen einen Zyklopen verkloppen. Ja, wie gesagt, wir wollen einen Zyklopen verkloppen. Letztes Mal haben wir es schon geschafft, eine kleinere Ausgabe davon um die Ecke zu bringen. Diesmal wollen wir einen mächtigen Zyklopen verhauen. Da bin ich jetzt drauf gespannt, das wird wahrscheinlich extrem schwer. Aber wir wollen es versuchen. Oh nee, musst du gleich mitkommen? Ich hoffe ja, dass wir das hinkriegen. Dann haben wir wieder einen Gegner geschafft, der eigentlich weit über uns sein sollte. Und das wäre natürlich der Wahnsinn. So, der ist schon mal tot. Ja, muss der Zyklop eigentlich bis Mitte? Ja, ist klar, mein Freund. Den kriegt man nicht so. Guck mal, dann gehen wir mal hier runter. Und dann musst du nämlich hier runterlaufen. Nö, muss er nicht. Er schmeißt uns einfach was hin. Ich sehe schon, wir kriegen gleich Besuch. Und zwar im doppelten Sinne. So, wir gehen mal hier hoch. Au! Ach, ich liebe das. Es geht schon richtig genial los. Bleibst du mal jetzt hier? Der klopft. Der. Was macht der da jetzt? Nee, okay, er geht durch. Ich dachte, der klopft jetzt mit dem liebsten Teufel. Okay. Nasty. Nein. Au. Gehen wir hier runter und dann laufe ich mal hier rum. Boah, das geht schon los, ey Leute. Das okay, das haben wir geschafft. Ich habe jetzt mal nicht langsam laufen. Laufen wir jetzt überhaupt? Übermächtiger Zyklop. Mist! Da wurde er nicht mehr zurückgescheuert. Verdammt! Hat leider Nest in dem Moment erwischt. Okay, komm zurück. Nein, Nest. Ja, das wird ein Späßle. Wir haben ihn schon ein bisschen runtergeklappt. Ich will den heute fallen sehen. Ja, Nasty kommt wieder. Sehr gut, meine Kleine. Los, hau rauf. Da bin ich zum Glück nochmal weggekommen. Verdammt. Das Problem war jetzt gewesen, dass sie sich zu mir positioniert hat, wodurch er natürlich sich gedreht hat. Was nicht sehr sinnvoll war. Aber wir kriegen ihn hin. Wir kriegen den heute. Wir werden den heute kriegen. Das kannst du glauben. War leider nicht mehr im ersten Anlauf. Ja, komm, mein Freund. Ich hoffe ja immer noch, dass die sich wiederbelebt. Ja! Das ist gut. Nasty. Los! Okay, er hat sich schon wieder auf mich fokussiert. Was natürlich sehr schlecht für mich ist. Nee, mein Freund. So einfach mache ich dir das nicht. Nee, das ist... Verdammt, was soll das? Wie er auf einmal schwupp sich umdreht. Das ist so ein bisschen, was ich noch nicht ganz ralle. Von der Akku. Die Richtung. Gut, drei Schläge haben gesessen. Finde ich schon mal gut. Den habe ich ihm auch noch reingedrückt. So.
Speicherschau zwischen. Bill. Den krieg ich jetzt. Ich will den haben, ey. Das ist. Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Nesti, willst du wiederkommen? Okay. Mein Nesti ist auf jeden Fall wieder dabei. Nesti? Du zuerst und ich danach? Spring hoch! Nein! Spring mich hoch in den Eimer, dann. Oh je, ey! Wie er dann diesen einen Sprung nicht macht, du. Der bricht dich ab. Genau das ist, was ich ja letztes Mal meinte mit dem Kampfsystem. Es ist eigentlich wirklich gut. Nur bestimmte Sachen, dass du wenigstens den Hit mal abbrechen kannst oder sowas, das fehlt mir noch. Wenn du sagst, okay, jetzt springt da mal, dann springst du. Nee, das ist dann da, wo du dann nicht bis zum Ende überlegen kannst. Okay, nee, das lasse ich. Drehbei. Dreh sein großes Baby und liebes Baby. Drehbei. Nein, nicht auf mich. Geh auf Nesti. Nein. Den mache ich lieber auf Sicherheit. So, ich nehme mal nochmal den hier. Wir kriegen den heute. Wir kriegen den. Und werden wir dann? Nein, machen wir natürlich nicht 30 Minuten. Aber wir kriegen den. Mache ich den hier noch kurz? Nesti ist wieder dabei. Sehr schön. Im Endeffekt ist das viel mit Kiten eigentlich bei den großen Gegnern. Dass du sie ein bisschen hin und her kitest. So, sie hat ihn jetzt erstmal wieder. Nee. Den nehme ich lieber nicht. Er hat sich schon wieder auf mich fixiert. Ja! Juhu! Den haben wir. Entschuldigung. Und dann haben wir auch sein Elex-verseuchtes Herz. So, was gibt's eigentlich noch zu besiegen? Was gibt es eigentlich noch zu besiegen, wenn wir den jetzt weg haben? Wir haben den geschafft. Ist das der Wahnsinn? Mit Tränen, mit Wut. Und, naja, ein bisschen sauber. Aber wir haben es geschafft. Das ist, ey, ich sag euch, wenn du so im Kampf drin bist, wo du weißt, du bist regulär unterlegen. Das ist so ein richtiger David gegen Goliath-Kampf. Du kannst wirklich nur den Kampf. Bisschen unvorteilhaft. Den Kampf wirklich nur mit Köpfchen und ein bisschen Kiten und Co. machen. Und halt auch im Teamwork. Und mehr hast du nicht. Du hast nicht mehr. Du machst zwar mittlerweile Schaden. Oh, danke dir. Du machst Schaden, aber hast ja gesehen, der dreht sich einmal um. Auf Wiedersehen, mein Freund. Das war's. Und dem haben wir es heute gezeigt. Den haben wir jetzt fertig gemacht. So, wir haben das jetzt erledigt. Und ich habe euch versprochen, wir wollten die Talentpunkte zusammen machen. Ich habe mir überlegt, ich möchte auf jeden Fall die Tiertrophäe machen. Da brauchen wir den Überlebenslehrer. Ich wollte das Hacken machen. Da brauchen wir den Handwerklehrer. So, beides finden wir ja bei uns in unserer neuen Gruppierung dann. Obwohl ich sage, ich bin eigentlich eher ein Fan, wenn ich hätte mir mein eigenes Team aufbauen können, so im Lager der Mitte. Das wäre viel cooler gewesen. Ich finde, da hat Piranha Bytes ein bisschen was fallen lassen. Das wäre so dieses geheime Ding, du kommst durch Zufall dahin und kannst, ey, du kannst auch bei uns dich anschließen. Wir machen unsere eigene Rüstung. Yeah! Würde ich cooler finden von der Sache her. Aber na gut. Da haben sie ein bisschen liegen lassen, da wollten dich vielleicht so ein bisschen, ja komm, schließ dich irgendeine Gruppierung an, sind alle blöd, aber einer musst du dich anschließen. Ja, da sind wir nun. Oh Mist, ich bin jetzt auf dem Falschen da, ich hätte zur Schmiede gemusst. Und von der Schmiede aus hätte ich dann alles machen können, genau. ja, das wäre eigentlich am coolsten. So, wo wollte ich eigentlich? Genau, wir wollten jetzt die Punkte machen. Dann habe ich... vor einiger Zeit, beim 70. Video, Folge 70, wo wir dann im Ostzarko aufgeräumt haben, hatte ich noch einen interessanten Kommentar.
wie wir diese Steuerung da aktivieren können, diesen Mechanismus. Da gibt es die Möglichkeit, durch eine Leiche, also nicht durch die Leiche, sondern was die Leiche bei sich hat. Ich habe auch ein bisschen Lust, hier im Schlamm zu wühlen. Wenn du willst, mache ich auch mit. Nö, du, gern kannst du machen. Schlammbad, die Jungs freuen sich wahrscheinlich. Ich brauche nicht, danke dir. Aber ist nett für das Angebot. Da hatte einer nämlich in den Kommentaren gesagt, bei der Leiche ist ein Gegenstand, den man nutzen kann, womit man das da aktivieren kann in Sarkor, in dem Konverter. Und das würde ich einfach euch mal zeigen, da mal hingehen und dann wollen wir noch ein bisschen Sarkor unsicher machen. Da sind noch ein paar Ruinen und die können wir auch noch mal angehen. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ja, alles klar. Hier, Triotrophin. Danke dir. So, da brauchen wir Intelligenz 55, da werden wir in nächster Zeit nicht hinkommen. Handwerkslehrer ist da hinten. Guck mal, wir haben ja noch einen Punkt offen, ne? Bergbau. Bergbau wäre auch noch was, weil ich wollte gerne noch auf jeden Fall dann demnächst mal alle Sachen abbauen. So Eisen, Schwefel, Gold, etc. Besonders, weil wir dann nochmal rundherum alles erkunden wollen. Werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal machen. Boah, ich habe immer noch so viel Adrenalin im Körper. Weil das... Boah. Du warst Persönlichkeit, der Herr Ulrich. Die Alps haben bekommen, was sie verdienen. Was? Ja. Hab ich ihnen schon gezeigt. Alles. Wer ist wo? Was? Da hinten ist er, genau. Hey Ulrich. Bring mir bitte was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Was knacken sind wir? Ja gut, durch das, ich habe ja die Kette, ne? Nein, ich Idiot, ich hab... Blau. Okay, da habe ich ein paar EP liegen lassen. Hacken gelernt, Intelligenzgerissenheit. Gut, Gerissenheit kriegen wir noch. Intelligenz werden wir jetzt so schnell nicht kriegen. Und dann Bergbau. Oh, cool. Nächste Stufe können wir den also auch nochmal machen. Dann haben wir Bergbau fertig und dann können wir jetzt wirklich mal alles abbauen. Ja, ich habe mir noch ein paar mehr EP holen können, aber da ich ja ein Dödel bin und die Kette vergessen habe, ich werde den noch mal angehen. Nee, Leute, das machen wir nicht. Wir bringen jetzt erstmal dem Arx sein Herz, dann lässt er uns zufrieden. Hier, mein Freund, ich habe da was Schönes für dich. Hi. Hier deine letzte Zutat. Hier hast du deine letzte Zutat. Eine Offenbarung. Das ist es. Das ist die Perfektion. Wie auch immer. So, da wollte ich deines Festmahls. Ja? Da du jetzt alle Zutaten beisammen hast, solltest du wissen, dass ich kein Interesse habe, daran teilzunehmen. Bist du sicher? Ja. Vollkommen. Ich könnte dir zumindest ein Proviant-Paket zusammenstellen. Eher springe ich in den Schlund eines ausgewachsenen Unholds. Na schön. Wie du meinst. Du weißt ja, wo ich bin. Also, ich hab noch zu. Verdammt, Axe ist sauer auf dich. Könnte der jetzt so arg sauer sein, dass ich ihn verliere? Aufgrund deiner für mich schwer nachvollziehbaren Taten der letzten Zeit sehe ich mich gezwungen, über alternative Verdammt. Allianzen nachzudenken. Ich schaue mir die Sache noch eine Zeit lang an. Aber rechne damit, dass ich dich bald verlasse, wenn es so bleibt. Dann verliere ich den auch noch. Dann habe ich Duras weg. Wir leben aber mit den Konsequenzen, das sage ich euch. Also wie gesagt, mein Spielstil ist ja immer noch, es kommt, wie es kommt. Und wenn es passiert, dann passiert es. Es sei denn, ich sterbe dabei, dann könnte ich es nochmal verhindern. Wenn nicht, dann, habe ich Pech gehabt. Duras musste ich töten, weil er mich angegriffen hat. Und wenn Arx sagt, er möchte gehen, dann werde ich ihn auch ziehen lassen. So, wir gehen jetzt zum Konverter nach Ostzarkor, wo ich euch nochmal zeige, wo dieser nette Herr liegt. Okay, jetzt wird's lustig. Ich weiß jetzt nur, wo er liegt, weil ich mal zwischen den Folgen mal hier ein bisschen rumgelaufen bin und den mal gesucht habe, weil ich wollte euch das nicht antun. Und zwar, wenn man von dieser Seite reinkommt, könnte es einem auffallen. Wir sind ja leider von der anderen Seite reingekommen, dadurch haben wir überhaupt nicht drauf geachtet. So. Genau. Und wenn er hier reinkommt, dann läufst du hier und könntest... Dort liegt der Herr. Das ist der... Clemens. Hi.
Bis in den Exit. Und da kriegst du eine wichtige Nachricht, wie es scheint. Kalt. Die Kälte bringt mich schleichend um. Ich schaffe es nicht weiter. Und nicht zurück. 7, 3, 9, 2. Ich kann es nicht mehr vollbringen. Kalan, nimm mich in deine Arme auf. Und das soll angeblich den, diese Möglichkeit geben, das Ding hier zu aktivieren, was da unten ist. Und dadurch können wir, glaube ich, alle ausschalten. Sicherheitscode eingeben. Alles klar. Und das sind dann, wir haben ja hier ganz viele E4300 gehabt, die da oben herum gestanden haben. Und die hätten wir dann ausschalten können. Und die, wir hätten uns nicht mehr angegriffen. Achso, das war der Name, Nasty. Ja, wir haben sie so weggemacht. Es hat ja wunderbar funktioniert. Aber es wäre eine Möglichkeit, also wer das noch nicht gemacht hat oder auch mal das sehen möchte, so könnte das auch mal sehen. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt hier nach links unten ein bisschen noch ins kleine Dörfchen, was hier mal war. Und schauen mal, was da noch so ansteht. Derzeit ist es wirklich sehr kampfbelastet, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt auch die Möglichkeiten. Wir haben einen mächtigen Zyklopen besiegt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Ausrüstung in Form einer guten Schutzrüstung. Hi. Hier ist eine Truhe. Achso, hier war ich schon. Upsi. Okay, dann gehen wir mal jetzt dahin. Ja, dann schauen wir uns noch ein paar Ruinchen an. Es soll ja auch noch Goldraunen geben, was natürlich genial wäre, weil wir dann noch mehr Ausdauer hätten. Wir haben ja noch nicht genug. Da sucht jemand Ärger. So, und hier sind bestimmt wieder irgendwelche Mutanten drin. Warte mal, eigentlich müsste ich noch. Hallo? Oh. Das scheißt mir so Ärger. Nasty? Das. Ja, neue Stufe. So muss das. Oh oh. Upsi. Nein. Gib mal einen Tranki. Der war übel. Der war fies. Und weg. Okay, dass die so ein Ziel sucht. Ja, das war jetzt spitzenmäßig von dir gerade, mein Freund. Oh. Ja, jetzt habe ich mich gerade dafür wieder, dafür, dass ich gerade einen Zyklopen besiegt habe, habe ich mich wieder sehr beleppert angestellt. Eieieiei. Oh. Ein Schlauch. Oh. Puh. Hm. So, das haben wir jetzt auch. Okay. Hier kommt der gerade raus, ne? So, wir haben das nächste Level. Ich wollte den ja hier lernen. Dafür brauche ich Geschicklichkeit. Kann ich noch nicht lernen, weil ich muss jetzt kurz mal ablegen. Ich weiß nicht, wie es sich verhält. Das kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich meine Waffe erstmal nicht tragen, das ist richtig. Aber ich weiß halt nicht, wie es mit den Punkten hier war. Ah ne, warte mal, wäre eh nicht. Ab 60 kommt erst dann, wo du mehr Punkte brauchst. Entschuldigung, war mein Fehler. Aber damit haben wir jetzt die 45 geschickt. Und im nächsten Level, im nächsten Level können wir dann den Jetpack-Angriff mal angehen. Da bin ich ja mal auf den gespannt. Dann haben wir den auch geschafft. Jetzt möchte ich als nächstes auf jeden Fall nochmal Bergbau 2 machen. Genau, Bergbau 2. Und bin dann mal gespannt. Ja, das ist so klar, dass das so deine Gegend ist. Oh, 200 Alexid. Müsste ich jetzt nicht mehr rohes Fleisch bekommen. Ich habe doch jetzt noch mal in Dings investiert, oder nicht? Genau, eigentlich schulde ich ja immer noch die Brille. Da habe ich auch schon vor ein paar Folgen versprochen gehabt. Da muss ich echt
will. Oh, der hat sich zumindest schick gemacht hier, ne? Eigentlich haben wir den jetzt voll gestört. Der hat hier voll schön ge... Abschiedsbrief. 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 Da. Alter Abschiedsbrief aus einem Wohnhaus der alten Welt in Zark. Mein Werk ist vollbracht. Ich habe alles erreicht, was ich schon immer tun wollte. Jetzt empfange ich das Ende mit offenen Armen. Meine vier Schönheiten werden mich drüben erwarten. Lebe wohl. Warte mal. War das? Oder nicht? Was war doch da mal gewesen? Ich glaube. Genau, wir müssen auf jeden Fall mal. Genau, wir müssen mal auf jeden Fall die Häuser absuchen, überall. Ich glaube, da war irgendeine Kombination mit den Häusern, dass wir hier dann was machen können mit dem Ding. Da können wir dann was öffnen. Und das war ein ziemlich heftiger Dude, der hier unten sitzt, der ziemlich bösartig war. Wenn ich mich recht entsinne, kann ich nicht genau wiedergeben. So einfach. Irgendwas habe ich da mal vernommen. So. Nochmal eine Zigarettenstange. Finde ich gut. Geld brauchen wir. Ich habe ja ein bisschen was ausgegeben, weil ich ja gekocht habe. Fleisch und... Nein, warte mal. Ich wollte dich gar nicht anquatschen. Ich wollte den Hammer haben. Danke. Fleisch, Granaten, Brot. All das habe ich gekauft. So. Also das ist eine interessante Ruine. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Waren wir da drüben denn schon gewesen? Hier waren wir gewesen, ne? Aber hier glaube ich noch nicht, oder? Hier auch noch nicht. Boah, ich hasse diese Musik. Ja, dann gehen wir mal darüber. Aber hier irgendwo waren auch noch irgendwo Alps. Boah, ich bin immer noch so der Wahnsinn, man, wie lange man von dieser Energie leben kann, dass du einen Gegner besiegt hast, der so heftig war. Der sowas von stark war. Und du hast ihn geschafft. Irgendwie ist das... Oh. Jetzt tritt sich jemand ins Bild, der wahrscheinlich noch heftiger ist. Meint man, ob wir den schaffen können? Aber jetzt noch so ein Vieh in der Folge. Okay, wir müssen als nächstes auf jeden Fall mal so ein Vieh angehen. Ich glaube, ein Eistroll. Hallo. Ja gut, dann komm her. Ja, komm. Ja, ich warte. Ja, nicht nur rumgurren. Hobby. Ja, guck mal. Das ist die. Hier bin ich. Komm her, mein Freund. Das ist ein Biss jetzt. Was? Wo kam die denn jetzt her? Was war denn das jetzt? Verdammt! Mist! Wir haben ihn aber besiegt. Ja, kommst du? Ja. Hi. Den Alp will ich da jetzt töten. Hier. Da. Komm her. Gut, gut. Ich würde dich nicht anschießen. Jetzt bist du schon mal drin. Au! Da zieht ihr aber eine Schrotze.
Und die nächsten Gegner. So, nächster Tod. Boah, das ist extrem. Sehr schön, Nasty. Das war gut. Boah. So, jetzt haben wir es ein bisschen besser gehandelt. Also, es geht derzeit von eins aufs andere in den nächsten Kampf hinein. Weil da drin ist ein Alp, der die alle hier befehligt, ne? Na, dann komm mal her, mein Freund. Da ist wer auf Ärger aus. So, du bist tot, Girdax. Ich bin mal gespannt, wer du bist, mein Freund. So, bin mal gespannt. Hat der irgendwas Besonderes? Nein, geh mal aus dem Bild. Ich brauch dich gerade. Hä? Das war's jetzt? Huh. So, klopfen wir mal rein. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig, wenn ich kämpfe, aber die Kämpfe sind schon ein bisschen konzentrationslastig. Weil es sind ja nun mal eine ganze Menge Leute und wir dürfen keinen Schaden bekommen. Das ist halt das Interessante. So. Ey, ist das herrlich. Was wir hier gerade wegräumen, eins aufs andere, ey. Das ist so genial. So, irgendwas ist hier drinnen noch. Du hast doch gerade was Rot angezeigt. Hm? Ja, guck mal, hier hinten ist er. Ein Schleimdrakon. Sehr gut. Ja, jetzt kommen wir hier schon wieder weiter raus. Da müssen wir aufpassen. Oh, ey, ist das der... Ey, das ist... So genial, was für Action derzeit jetzt abgeht, wenn du wirklich, wenn du wirklich so ein bisschen Punkte in den richtigen Bereichen investierst, ein bisschen drüber nachdenkst, was du machst, dich ein bisschen gut ausrüstest, dann kannst du richtig loslegen und, okay. Nee, warte mal, so, genau. Zu einfach. Ist einfach nicht beschreibbar, also ich finde das halt so genial, das hat mir auch in Gothic damals auch so viel Spaß gemacht. Du fängst halt an, Mr. Nobody, kannst nichts, weißt nichts, läufst rum und fängst selber an. Und dann überlegst du dir, wie machst du das so? In Gothic 1 damals, ich weiß gar nicht, was das waren, was hier die Beißer sind, damals so die kleinen Scavenger, da fängst du erstmal an mit deiner, ich weiß nicht, was war das damals, diesem rostigen Schwert, was er noch in zwei Händen getragen hat und bum bum drauf. Wirst du noch stärker, auf einmal trägt er das nur noch in einer Hand, die Gegner machen überhaupt gar keinen großen Schaden mehr, du haust die halt so schnell weg und dann hast du gedacht, boah, jetzt bin ich bin jemand, kurz Zeit später kommst du auf irgendeinen anderen NPC, der dich da in 3 Sekunden wegräumt. Und hier ist genau dasselbe und es macht halt wirklich so ultra viel Spaß. Na, sag mal. Hey, bleib hier, hallo. Ach, verdammt, ich dachte, das wäre Nasty. Upsi. Ja, aua! So. Jetzt gedacht, das wäre Nasty. Gut, dass sie das nicht gehört hat. Okay, also ich muss sagen, ja, hier gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu erkunden. Und gut, dass ich den Tipp bekommen habe, dass hier noch einiges ist. Denn ich wäre jetzt erstmal weitergegangen, aber ey. Nehmen wir alles mit. Oh. Okay, das ist eine Menge Geld. Was noch einmal sicher. Und den haben wir ja schon. Den haben wir ja schon. Dann ist das nicht so ein Weltenherz. Ist nicht von so einem Weltenherz, das Ding eigentlich? Ja, ne? Wieder ein bisschen Elex. Ich noch mal gucken.
Wo genau? Ich glaube, bei Sestak irgendwie in der Nähe von einem Auto oder sowas, hat er ja gesagt gehabt. Da soll dieser Ring sein wegen dem Looten. Ich nochmal gucken, dass wir da auf jeden Fall demnächst nochmal so schnell wie möglich hingehen. Hm. Ich hoffe, da hat jemand vor kurzem versucht zu kochen und nicht, dass es jetzt uralt ist. Weil wäre einfacher, dann brauche ich die ganzen Dinger gar nicht so sehr absuchen, weil ich dann alles schon sehen würde mit dieser einen Brille da, so wie ich gehört habe. Er erkennt den gesamten Loot. Oder haben wir den damals verkauft? War ja auch eine sehr sinnvolle Sache dann von mir gewesen. Nee, hier ist jetzt auch nichts weiter. Ach, guck mal. Roter Stein! Yes! Ist das nicht der letzte? Nee, nicht ganz der letzte. Ne? Wir können jetzt nur wieder einen zusammensetzen, oder? Ja, einen wieder zusammensetzen und dann haben wir jetzt... In meiner Waffe habe ich einen drin, oder? Nee. Habe ich zwei davon. Genau, jetzt habe ich zwei dann von den Großen. Ja, zwei von den Großen müsste ich dann jetzt da haben. Könnte ich eigentlich noch mal ein bisschen mehr Schaden dann in der Waffe dann aufbauen und die Resistenzen mal rausnehmen, weil die, finde ich, lohnen sich, glaube ich, nicht ganz so, zumal ich ja weder eine Verzauberung noch sonst was drauf habe. Ja, dann würde ich sagen, aber das war's dann auch erstmal für heute. Wir haben wirklich wieder eine Menge Gegner weggeholzt und einen mächtigen Zyklopen besiegt. Das, boah, freut mich immer noch. Also das ist so das Highlight heute in dem gesamten Spiel gewesen. Genau, nächstes Mal... Genau nach meinem Geschmack. Ja, das vergeht dir hier scheinbar nicht. Wenn nicht, kannst du auch gerne einziehen. Die Häuser haben wir ja schon freigemacht. Genau. In der nächsten Folge werden wir hier noch ein bisschen weiter aufräumen. Wir werden noch ein bisschen lang gehen. Es sollen hier irgendwie auch noch Alraunen und, ich glaube, Grundstücke oder irgendwie sowas kann hier noch sein. Wir werden dann auf jeden Fall uns hier herunterarbeiten. Hier oben noch ein bisschen platt machen und schauen. Ich glaube, hier hast du dann auch noch mal ein paar Gegner, wo wir noch mal ran können. Und dann würde ich sagen... Das hatten wir ja hier schon alles soweit. Weil da sind wir auch schon so weit durch, ne? Wobei, hier unten kann man noch irgendwie lang... Ne, hier waren wir schon. Hier ist noch was. Ja, nee, da gucken wir mal. Also, wenn wir mal schauen, hier werden wir auf jeden Fall nächste Folge weitermachen. Ich gucke mal, ob wir vielleicht uns mit dem großen Eisriesen anlegen. Das wäre ja natürlich auch nochmal ein interessantes Ding, ob wir uns mit dem messen können. Ob er stärker oder schwächer ist als der Zyklop, kann man ja dann mal feststellen. Und das machen wir mal alles in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal einen Kommentar oder Like da lassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Video angeschaut habt. Und alles Gute, bis dahin. Ciao.